Was spielt ihr eigentlich gerade auf der Switch? Was wollt ihr euch unbedingt noch anschauen? Die Entscheidung ist schwer. Immerhin tauchen täglich neue Spiele im eShop von Nintendos Hybridkonsole auf. Deswegen haben wir euch die Spiele zusammengefasst, die 2018 und 2019 erschienen sind und auch auf GamePro.de die höchsten Wertungen eingefahren haben. Vielleicht ist ja noch ein Titel dabei, an den ihr noch gar nicht gedacht habt. Außerdem gibt es im Anschluss noch eine Empfehlung, die vielleicht eher unter dem Radar fliegt, aber definitiv einen Blick wert ist. Den Witz versteht ihr am Ende. Wir beginnen mit Bayonetta 2. Das Actionspiel erschien ursprünglich für die Wii U, wurde jedoch für die Switch noch einmal neu aufgelegt. Alles an Bayonetta ist ein bisschen überdreht, aber auf die beste Art und Weise. Beispielsweise die eigenwilligen Haare der Hexe, die sich und Bayonetta je nach Bedarf verwandeln und brutale Finisher ausführen lassen. Oder die diversen Schuss- und Klingenwaffen, von denen immer zwei gleichzeitig eingesetzt und in den Kämpfen kombiniert werden können. Und natürlich wären da auch noch die legendären High Heels, die gleichzeitig tödliche Schusswaffen abgeben. Das reicht euch noch nicht? Dann könnten das rasante Kampfsystem zusammen mit epischen Bosskämpfen und obskuren Dämonen für euch das Zünglein an der Waage sein. Oder der neue Koop-Modus, der euch zusammenkämpfen lässt. Schaut rein, es lohnt sich. Als nächstes folgt Monster Hunter Generations Ultimate, ebenfalls eine Neuauflage eines bereits erschienenen Spiels. Wer neugierig auf das Jäger-Universum ist und sich in jeder Mission noch größeren und gefährlicheren Monstern stellen will, kann sich auf der Switch austoben. Insgesamt stehen 14 Waffenklassen zur Auswahl, die mit 6 verschiedenen Arten von Jägern ausprobiert werden können. Erlegt die Giganten, baut aus ihren Knochen Rüstungen und Schwerter und legt damit noch viel riesigere Gegner um. Und kümmert euch um euer Kätzchen. Wer es lieber weniger Action- und mehr strategielastig möchte, ist gut mit Valkyria Chronicles 4 beraten. Anders als sein Vorgänger finden Fans hier nämlich wieder Rundenstrategie vom Feinsten, gepaart mit einer emotionalen Story. Valkyria Chronicles 4 führt uns nämlich in den Zweiten Europäischen Krieg, der in diesem fiktiven Universum den ganzen Kontinent in Aufruhr versetzt. Im Kampf der Föderation gegen die imperialen Truppen müssen wir nicht nur taktische, sondern auch emotionale Entscheidungen treffen. Neben den Wirren des Krieges geht es nämlich hauptsächlich um Freundschaft und Vertrauen innerhalb einer Einheit, Kriegstraumata, zivile Opfer und schwierige moralische Entscheidungen. Während in Valkyria Chronicles 4 Reiche zerstört werden, zerstört Super Smash Bros. Ultimate Freundschaften. Dort treten wir in packenden Duellen gegeneinander an und versuchen, die Gegner in den Abgrund zu stoßen. Dass es sich dabei oft um unsere Freunde handelt, die neben uns auf der Couch sitzen, ist egal. Hier geht es ums Gewinnen. Mit 74 Kämpfern prügeln wir uns durch 103 Arenen, allein, im Duell oder im Koop mit bis zu 8 Spielern. Für Einzelspieler hat Nintendo noch eine Kampagne bereitgestellt. Außerdem wird Super Smash Bros. Ultimate immer wieder mit neuen DLC-Kämpfern ausgestattet. Unter anderem mit der Piranha-Pflanze oder dem Joker aus Persona 5. Falls ihr mal ein richtig schlechtes Gewissen haben wollt, schaut doch mal in The Banner Saga 3. Der Abschluss der Saga um die Banner ballert uns auch im dritten Teil knackige Rundentaktikkämpfe und schwere moralische Entscheidungen um die Ohren. Und die werden im Vergleich zum Vorgänger nicht einfacher, denn in Teil 3 sehen wir dem Ende der Welt entgegen. Wer nichts gegen ein bisschen Schwermut hat, für den bieten die Kämpfer eine großartige Herausforderung, während die Geschichte bis zum Ende spannend bleibt. Apropos Ende der Menschheit. Das steht auch in Into the Breach auf dem Plan. Per Zeitmaschine sind wir nämlich zum Beginn einer außerirdischen Invasion gereist, die uns in unserer aktuellen Realität den Planeten gekostet hat. Zeit zurückzukehren und die Sache zu richten. Die Schlachten von Into the Breach finden auf 8x8 Felder großen Gebieten statt und erinnern daher ein wenig an den Strategieklassiker Schach. Mit nur 3 Einheiten müssen wir jeweils 5 Runden überstehen, um eine Schlacht zu gewinnen. Ständig nachrückende Alien-Einheiten machen uns dabei jedoch das Leben schwer. Durch freischaltbare Fähigkeiten und ständige Variation des eigentlich simplen Rundenstrategieprinzips bekommt Into the Breach eine enorme spielerische Tiefe. Aber genug Apokalypse. Den Kämpfern aus Mortal Kombat 11 macht niemand einfach das Licht aus. Zumindest nicht kampflos. Und wo in Mortal Kombat 11 gekämpft wird, fliegen Zähne, Wirbelsäulen und diverse weitere Körperteile. Mit den Fatal Blows führt Mortal Kombat 11 zusätzlich noch eine Evolution der X-Ray Moves ein, mit denen wir den Gegnern einen ordentlichen Teil der Energieleiste abziehen können. Außerdem können wir die Kämpfer nun individualisieren und mit Augmentationen ausstatten. Unbedingt mit in unsere Liste muss natürlich auch Celeste. Wer meint, in Plattformern gut zu sein, sollte sich unbedingt an diesem messen. In Celeste geht es darum, den gleichnamigen Berg zu besteigen, zusammen mit der kleinen, knubbeligen Heldin Madeline. Und das ist alles andere als einfach.
Spitze Stacheln, tiefe Abgründe und tödliche Gegner lauern überall auf das kleine Mädchen und machen uns den Aufstieg schwer. Wer hier überleben will, braucht ein 1A-Muskelgedächtnis und hervorragende Reflexe. Neben der spielmechanischen Herausforderung geht es aber auch noch unserem Herz an den Kragen. Madelines Geschichte ist nämlich wirklich mitreißend. Unsere kreative Ader spricht ein weiterer Port an, diesmal von der PlayStation 2. Okami HD ist eine optisch aufgebohrte Neuauflage des hochgelobten Action-Adventures von 2006. Als Wolfsgottheit befreien wir ein japanisch angehauchtes Fantasy-Reich vor einer dunklen Bedrohung. Dabei steuern wir den Wolf in der Welt und den Kämpfen direkt, häufig kommt aber auch der magische Pinsel zum Einsatz. Mit ihm zeichnen wir Gegenstände direkt in die vom japanischen Sumi-e-Gemälden inspirierte Landschaft. Und zuletzt präsentieren wir euch das aktuell bestbewertete Switch-Spiel, das seit 2018 erschienen ist, die Diablo 3 Eternal Collection. Wie bereits in den anderen Versionen des Action-Rollenspiels versucht ihr, den Fürst der Finsternis davon abzuhalten, die Welt von Sanctuario an sich zu reißen. Diablo 3 funktioniert auch auf Nintendos Hybrid-Konsole wie gewohnt. Wir schnetzeln uns durch unzählige Monsterhorden und verfallen der süchtig machenden Loot-Spirale. In der Eternal Collection sind sowohl das Story-Add-on Reaper of Souls mit dem Kreuzritter als auch die DLC-Charakterklasse des Totenbeschwörers mit an Bord. Exklusiv in der Switch-Version sind unter anderem einige Extras aus der Nintendo-Welt, darunter ein Huhnbegleiter aus The Legend of Zelda. Aber da wir eure Aufmerksamkeit schon mal haben, wollten wir euch noch ganz kurz einen weiteren Titel ans Herz legen, der in solchen Listen vielleicht nicht so oft vorkommt. Owlboy. Das ist ein Shoot and Fly, in dem wir den jungen Eulerich Otis dabei helfen, sein Dorf vor fiesen Luftpiraten zu beschützen. Dabei bestechen nicht nur Otis eindrucksvolle Augenbrauen, sondern auch das einfache, aber wirklich spaßige Gameplay. Dieses Spiel solltet ihr euch unbedingt anschauen. Das sind die aktuell besten Spiele 2018 und 2019. Aber was steckt gerade in eurer Konsole? Welcher Titel fehlt euch in unserer Liste? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.